Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht, ich bin wieder da. Ich freue mich auch unglaublich, dass ich wieder da bin. Und ich hatte ja letztens schon ein Video gedreht, dass ich wieder back bin. Und ich bin back am Start und ich freue mich unglaublich. Was wird denn auf euch zukommen in der nächsten Zeit? Also es werden natürlich wieder einige Tutorials auf euch zukommen, Szenen, die ich selber gedreht habe und natürlich auch Szenen, wo ich euch sage, okay, das könnt ihr in der Schauspielbranche machen, das solltet ihr vielleicht weniger machen. Es werden aber auch einige Tutorials kommen bezüglich mal die Haut und die Haare, weil Haut ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema in der Schauspielerei. Viele, viele Schauspieler haben einfach nicht die mega Bombenhaut und das ist einfach so. Kein Mensch, okay, es gibt doch einige Menschen, ich kenne sogar einige Menschen, die haben einfach eine unglaublich schöne, reine Haut. Ich für meinen Teil, okay, ich habe da sehr drunter gelitten seit ungefähr Anfang des Jahres. Ist alles Gott sei Dank schon besser geworden, aber es sind halt immer noch rote Flecke da, die mich halt sehr, sehr stören und hoffe, dass das jetzt bald alles hinter mir gelassen wird. Naja, deswegen wird es auf jeden Fall auch mal Videos geben bezüglich der Haut oder auch für die Haare, weil als Schauspieler sollte man natürlich auch auf seinen Körper achten. Das ist jetzt nicht nur Haut, Haare, sondern auch Ernährung, Sport und so weiter und so fort. Aber das gehört halt alles dazu. Nämlich ihr als Schauspieler, als Influencer, als Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die müssen halt sich selbst verkaufen. Und was gehört alles zu sich selbst? Natürlich der Charakter, natürlich das, was man sich aneignet, natürlich das, was man gelernt hat. Oder auch ein Talent, aber es gehört halt auch alles andere dazu. Und das sehen ganz, ganz viele nicht. Es gehört einfach auch dazu, die Haut, der Körper, die Haare, einfach alles. Es gehört wirklich dieses Gesamtbild dazu. Und ist eines aus der Balance geraten, sollte man gucken, dass man das halt auch so ein bisschen besser hinbekommt. Na klar, gibt es immer Hilfsmittel. Man kann Make-up tragen für schlechtere Haut. Man kann Haarverlängerung, Haarverdichtung oder Perücken tragen für die Haare. Aber ich finde, es ist auch wichtig und es ist auch, ja, es gehört einfach dazu, dass der Körper im Einklang ist. Und das sind auch Haut, Haare, Körper, alles, was dazu gehört einfach. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und deswegen werden darüber auch einige Videos kommen. Nicht nur für Frauen, keine Sorge an euch Männer da draußen, sondern es wird auch Videos für Männer geben. Ist ja genauso wichtig, auch für Männer. Ich weiß halt, wovon ich spreche, weil ich in dieser letzten Zeit, sagen wir seit Anfang des Jahres, sehr, sehr, sehr krass plötzlich darunter gelitten habe und mich das selber extrem krass belastet hat und ich auch erstmal so einen Weg zu mir finden musste, dass ich die ganzen Sachen wieder unter Dach und Fach bekomme. Und es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile ist es alles schon Gott sei Dank wieder besser geworden und jetzt habe ich halt noch ein paar rote Flecke im Gesicht. Okay, so what, es ist halt so. Ja, und deswegen möchte ich darüber halt aussprechen, weil ich finde, dass alles einfach ein Komplettbild als Schauspieler ist oder als Mensch der Öffentlichkeit. Und darauf sollte man wirklich Acht geben und auch gucken, ja, dass man halt einfach alles so im Gleichgewicht hat. Deswegen werden diesbezüglich auch einige Videos kommen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ihr freut euch darauf. Ich freue mich auf jeden Fall, weil es natürlich auch so ein bisschen meinen eigenen Content erweitert. Aber ich, wie gesagt, auch in der letzten Zeit gemerkt habe, okay, irgendwie gehört das definitiv dazu. Ich weiß, ich habe jetzt einfach nur so ein bisschen palabert, aber es war mir halt auch wichtig, euch auch zu erklären, dass alles einfach so ein geschlossener Kreislauf ist, dass alles zusammengehört und dass das halt auch sehr, sehr wichtig ist, dass die ganzen Sachen, ja, stimmen und in Balance sind und dass es darum in der nächsten Zeit auch auf meinem Kanal gehen wird. So, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr hinterlasst ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst doch gerne mal ein Abo da, das würde mich unglaublich freuen und dann hoffe ich, dass ich euch bei meinem nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, tschüss!